Guten Morgen. Ich bin wieder zu Hause in Rondorf. Gestern mit dem Flugzeug etwas verspätet angekommen. Heute schon einiges gemacht, den Koffer noch nicht ganz ausgepackt, aber vor allem gestern liebevollst die Katzen begrüßt. Und ich wollte heute kurz was erzählen zum rückläufigen Merkur. Vielleicht wisst ihr das. Der ist ja mehrmals im Jahr für einige Wochen rückläufig. Und in diesen Zeiten sagt man, und ich muss feststellen, bei mir ist das so, gibt es viele Missverständnisse, Verspätungen zum Beispiel auch, oder Leute, die sich verpassen, oder Unstimmigkeiten, oder Termine, die nicht funktionieren. Aber auch die Geräte. Bei mir passiert viel in der Technik. Also technische Geräte funktionieren dann auf einmal alle nicht mehr. So. Und tut mir leid, dass hier so dunkel ist. Ich glaube, das ist Gegenlicht oder Wolken. Wolken am Himmel. Naja, das kenne ich jetzt gar nicht mehr. In Mallorca war immer hellblauer und manchmal dunkelblauer Himmel und Meer. Und hier ziehen gerade Wolken auf. Ist ja auch mal schön. Also zum rückläufigen Merkur zurück. Was ist heute passiert? Meine Uhr spinnt. Die kann sich nicht entscheiden, ob 3 oder 4 Uhr ist. Das heißt, die Zeiger haben sich irgendwie verschoben. Das hatte ich jetzt noch nie. Also ich bin deswegen jetzt auf dem Weg in die Stadt, um mal zu gucken, ob mir da jemand helfen kann. Und ich wollte heute Überweisungen machen. Der TAN-Generator funktionierte nicht mehr. Ihr kennt das, diese kleinen Maschinen. Und dann habe ich eine Sparkasse angerufen und habe gesagt, was ist los und so. Die hatten auch keine Ahnung. Die Frau an der Sparkasse sagte, ich habe noch nie so ein Ding in der Hand gehabt. Ja, also habe ich gesagt, wer kann mir denn helfen? Und ich glaube, es liegt an den Batterien. Auch da werde ich mich jetzt in die Stadt begeben. Aber es sind schon mal wieder 2 technische Geräte. Bei mir gehen oft auch die Staubsauger kaputt in so einer Zeit. Wie ist das denn bei euch? Kennt ihr das auch? Also irgendwie zwischendurch habe ich gedacht, das ist doch ein Ammenmärchen. Das kann doch nicht sein. Aber effektiv, jedes Mal bestätigt es sich aufs Neue, zumindest bei mir. Bin interessiert, wie es bei euch ist, ob ihr das auch kennt. Liebe Grüße. Ich bin jetzt gleich an der Bushaltestelle und werde jetzt aufhören zu reden. Ich wünsche euch was Liebes. Tschüss, bis bald.